Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder mal einen Vlog von uns und der startet hier bei uns im YouTube-Zimmer bzw. in unserem Arbeitsbereich. Hakan ist gerade dabei, ein Urlaubsbild zu bearbeiten. Schaut mal. Wir sind zwar lange aus dem Urlaub zurück, aber wir haben so viele Bilder einfach gemacht, dass wir die einfach alle mit euch teilen müssen. Und für alle, die uns noch nicht auf Insta folgen, schaut doch auf jeden Fall mal vorbei und lasst uns da auch mal ein Like da. Wir heißen BeautyBeast28 und dann sollte sich Hakan aber so langsam mal fertig machen. Ich bin zur Abwechslung mal fertig gemacht, komplett schon. Und zwar gehen wir zum Essen heute zu Mama Ainur. Die hat nämlich Lahmacun gemacht. Das klingt Mama. Sie hat nämlich Lahmacun gemacht. Schon lange, lange, lange hat sie das nicht mehr gemacht. Deswegen hat sie uns gleich dazu gerufen. Und ich würde sagen, Hakan, wir beeilen uns jetzt, oder? Ich hab Hunger. So Leute, schaut mal, Hakan ist jetzt schon wieder am Handwerken. Meine Glühbirne nämlich vom Auto ist zersprungen. Nicht zersprungen, kaputt gegangen. Oder wie nennt man das? Kaputt. Es funktioniert einfach nicht mehr. Hakan hat uns jetzt schnell Glühbirnen besorgt und wechselt die gerade aus. Kriegst du das hin? Ich hoffe, ich bin nicht zu blöd dafür, oder? Ich kann dir helfen, wenn du willst. Wie viel Ahnung sollte ich nur haben von Auto? So, meine Lieben, wir sind jetzt endlich angekommen. Leider können wir jetzt noch nicht essen. Mila ist noch nicht von der Schule zurück. Robert ist hier schnell abholen gegangen und danach können wir endlich essen. Wir haben noch gar nichts gegessen extra. Schaut mal, wie toll das aussieht. Einmal im Jahr gibt es was zu essen. Der Tisch ist jetzt schon gedeckt. Wir warten nur noch auf Edda. Die ist ja schwanger, deswegen haben wir sie auch dazu gerufen. Die hat bestimmt auch Lust auf Lahmacun. Jetzt müssen wir mal schauen, wo die bleiben. Hallo! So, Edda und Ali sind jetzt auch endlich da. Das heißt, wir können endlich anfangen zu essen. Hallo! Hallo! Wir sind wieder mittlerweile zu Hause, wie ihr seht. Hakan auf der Couch. Ich mache hier gerade noch meine Nägel und nebenbei schauen wir Galileo Big Picture an. Das war's mit unserem heutigen Tag. Aber Big Pictures. Habe ich doch gesagt. Du hast Big Picture gesagt. Aber bleibt auf jeden Fall dran, denn morgen geht unser Vlog weiter. Es wird wieder ein Zwei-Tages-Vlog. Morgen geht es nämlich auf eine Spielzeugmesse in Nürnberg. Das ist die weltgrößte Spielzeugmesse. Deswegen lohnt es sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Ich melde mich morgen früh wieder ohne den Hakan. Hakan kommt nämlich nicht mit. Ich werde mit Mama und Robert gehen. Also und wie ich melde mich nach der Arbeit wieder. Bleibt auf jeden Fall dran. Bis morgen. Tschüss. Morgen meine Lieben und herzlich willkommen zu Tag 2. Es ist mega früh, deswegen muss ich ein bisschen leise reden. Der Hakan schläft noch. Es ist gerade 6 Uhr, ich bin schon wach, habe schon geduscht und bin gerade mit meinem Frühstück fertig. Ich habe heute alleine ganz schnell gefrühstückt. Ich habe mir einfach eine Tasse Tee gemacht und einfach ein Brot belegt, was jetzt nicht mehr existiert. So langsam muss ich mich jetzt fertig machen und danach geht es für mich auch schon los. Ich habe ja gesagt, ich werde heute auf die Spielzeugmesse gehen und zwar ganz alleine mit Robert und Mama Ainur. Keiner kommt mit, nur wir drei. Das wird was. Ich habe, glaube ich, ewig nichts mehr mit denen allein gemacht. Immer war irgendjemand dabei. Und heute werden wir den ganzen Tag alleine sein. Ich glaube, wir werden erst am Abend wieder so gegen 8, 9 Uhr zurück sein. Deswegen bin ich echt gespannt, wie der Tag verlaufen wird. Bleibt auf jeden Fall mit mir dran. Ich mache mich jetzt erstmal fertig und danach geht es für mich auch schon los. So, meine Lieben, ich bin jetzt fertig. Ich lasse heute einfach meine Locken. Ich habe keinen Bock gehabt, sie zu glätten. Bin jetzt gerade an der Kaffeemaschine. Ich mache uns allen dreien jetzt noch Kaffee to go. Weil so früh in den Tag kann man definitiv nicht ohne Kaffee starten. Und ich hoffe natürlich, dass Mama und Robert sich freuen. Ich warte jetzt auf die. Sie sollten eigentlich schon vor 5 Minuten da sein. Aber soll ich euch was verraten? Wir sind immer unpünktlich. Immer. Aber das macht nichts. Ich habe jetzt noch Zeit, den Kaffee zu machen. Und danach geht es auch schon los. So, meine Lieben, wir sind jetzt endlich angekommen. Und schaut mal, ich habe jetzt Mama und Robert endlich mal für mich alleine. Was? Ich habe gesagt, ich habe Robert und Mama mal für mich alleine. Hier gibt es so coole Sachen ohne Wissen. Schaut mal, was es hier gibt. Schaut mal, Knete. Trocknet man und dann kann man damit malen. Krass.
nicht. Ja. Das wünsche ich mir zu weinen. Mama, erwartest du noch ein Kind, oder? Schaut mal, was sie sich hier anschaut. Das ist hier echt ein Kinderparadies, Leute. Cool, die kann sich Bergheim mitnehmen. So, wir haben eine kleine Stärkung geholt. Bei mir gibt es Brezel. Was hast du? Beim Naschen wieder. Erwischt. Ja, bevor es dann ans Mittagessen geht. Mark Mensch hat aber in dem Fall nichts mit vom Ui, ja, der schaut mal richtig echt aus. Robert gönnt sich jetzt neue Spielzeug. Gönnst du dir jetzt auch was Neues? Ich glaube schon. Eine neue Handtasche? Nein! So, meine Lieben, wir sind jetzt schon den ganzen Tag unterwegs. Die beiden sind jetzt wieder da hinten schon nach irgendeinem Spielzeug. Ich muss sagen, ich bin fix und fertig. Ich habe mich jetzt hingehockt und warte auf meinen Cappuccino. Schaut mal diese ganzen Squishy, oder wie heißen die? Wie heißen die Dinger? Ja, Squishy-Bar. Squishy. Ui, cool. Ja, schau mal. Cool. Was ist da drin? Dino. Es gibt so coole Sachen, hey. Am Leben von dem Stand nicht mitgebracht. Und ich finde, das ist das Witzigste. Drück den mal zusammen. Moment, besser so. Na doch. Zuerst deine weiße Zähne. Ja, nur auf der Nutzenseite. Schaut mal, das ist Schokoladenschleim. Das ist Schleim. Ja. Patty. Patty. Mit Geruch aber, gell? Ich dachte, dass es gerade echte Schokolade ist. Hast du Angst? So, meine Lieben, wir haben jetzt noch einen kurzen Zwischenstopp bei McDonald's gemacht. Hier, so schaut es nach dem Essen bei uns aus. Wir haben uns echt den Magen voll gehauen und jetzt geht's ab nach Hause. So, meine Lieben, wir sind jetzt endlich zu Hause. Wir ich habe gar nichts an dem Vlog teilgenommen, ja, kann nichts dazu sagen. Ich bin jetzt endlich zu Hause von der Messe. Ich bin fix und fertig und Hakan ist zu Hause von der Arbeit. Wir haben uns gerade eben auf der Couch getroffen. Ich bin so fertig. Hey, wir sind den ganzen Tag rumgelaufen, ohne Witz. Deswegen beende ich jetzt einfach das Video. Ich hoffe, der Tag mit uns hat euch gefallen. Der Vlog hat euch gefallen. Wir lassen uns natürlich wie immer ein paar Daumen da. Für alle, die neu auf unseren Kanal gestoßen sind, hier unten könnt ihr uns kommen. Lasst ihr mal ein paar Daumen da. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.